Aufzeichnung geplant. Ich hatte vorhin kurz technische Schwierigkeiten. Moment. Okay, jetzt müsste es funktionieren. Hier ein wichtiger Punkt. Ja, das ist, gehört noch nicht ganz zum Stoff, aber das muss sein. Unser Risikohinweis. CFDs unterliegen Kursschwankungen. Ihr Verlustrisiko ist unbestimmbar und kann Ihre Einlagen in unbegrenzter Höhe übersteigen. Verluste können auch Ihr sonstiges Vermögen betreffen. Dieses Produkt eignet sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für CFDs lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Auf der Website cmcmarkets.de oder cmcmarkets.at finden Sie dazu noch weitere Informationen. Die hier vorgestellten Inhalte dienen lediglich der allgemeinen Information über öffentlich bekannte mögliche Trading-Strategien und sind nicht als Handlungs- bzw. Anlageempfehlung zu verstehen. Insbesondere werden individuelle Anlageziele und finanzielle Umstände einzelner Personen nicht berücksichtigt. Der Vortragende, also ich, erteilt keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente zu bestimmten Zeitpunkten. Weder CMC Markets noch der Vortragende können den Erfolg der vorgestellten möglichen Strategien im Einzelfall gewährleisten. Wer auf Basis Anlageentscheidungen trifft, handelt auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. So, das haben wir jetzt schon hinter uns. Hier unser Inhalt für das heutige Webinar. Wir schauen uns in einigen Sätzen an Fundamentaldaten versus Kursverlauf, die Vor- und die Nachteile. Was brauchen Sie zum Traden? Japanische Kerzencharts werden wir uns anschauen. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich schon diese Chart-Darstellungsart. Und dann der wichtigste Punkt, Trendbestimmung nach Charles Dow. Ja, das ist der Herr, der Namensgeber vom Dow Jones Index. Dann die horizontalen Linien, da ist gemeint die Widerstände und Unterstützungen. Und dann Charts lesen in der Praxis. Da schauen wir uns einige Charts an, wie zum Beispiel Volkswagen, CFD, Gold oder auch den DAX. Ja, warum Chart lesen? Es ist ein sehr guter Zeitpunkt für das Webinar. Wir sehen ja und lesen und hören in den Medien, was alles so passiert. Sowohl die Wirtschaft als auch die geopolitische Lage ist alles andere als rosig. Ja, es ist eigentlich sehr, sehr traurig und auch gefährlich, was in der Welt passiert. Und wenn Sie sich dann heute zum Beispiel die Indizes anschauen, den DAX, den Dow Jones, denen ist es relativ egal. Ja, DAX ist sehr, sehr stark heute zum Beispiel. Und hier auf diesem Bild jetzt, was Sie sehen, auf der linken Seite einige Meldungen von damals, vom Gold im Jahr 2013, wo Gold dann letztendlich seinen Trend gedreht hat, werden wir uns dann auch anhand eines Charts dann anschauen. Man hat sehr, sehr vieles gehört aus den Medien. Ja, Gold hat ein eindeutiges Aufwärtspotenzial. Gold vor Explosion. Bei 1500 ist schon Gold billig. Dann war das Gold auf 1400. Jetzt ist das Gold billig. Jetzt müssen Sie zugreifen. Und ja, nachdem der Goldkurs immer wieder weiter nach unten ging, dann kamen schon die ersten Stimmen. Korrektur bei Gold könnte noch andauern. Und das sind halt alles natürlich Meinungen, Spekulationen zum Kursverlauf. Es ist auch wichtig, dass man die Fundamentaldaten eventuell von einer Aktie für eine Langfristinvestment, Value Investments kennt und dass man auch die Nachrichten liest, was passiert in der Welt. Ja, aber nur anhand dieser Nachrichten kann man schwierig eine Handelsentscheidung treffen. Und ein gutes Buch, was ich gelesen habe, ist die technische Analyse der Finanzmärkte von John Murphy. Und er schreibt auch, ist ein Zitat aus diesem Buch, was sehen wir am Chart? Ja, es ist jetzt keine Hexerei, beziehungsweise keine komplizierte Chartanalyse mit vielen Linien und Indikatoren. Also in dieser Strategie, die ich Ihnen heute vorstelle, werden auch keine Indikatoren vorgestellt. Und ja, wie gesagt, im Kurs selbst ist das Angebot und die Nachfrage von der Masse der Marktteilnehmer enthalten. Nachrichten werden sowieso sofort eingepreist und auch die Fundamentaldaten fließen immer wieder in die Kurse ein. Es sind nämlich die Big Player,
die großen Banken, Vermögensverwalter, Hedgefonds, die die Kurse bewegen. Und wir sozusagen als Kleinanleger, als Privatanleger können auf diesen Zug aufspringen oder nicht. Ein Techniker, ein Charttechniker studiert indirekt somit die Fundamentaldaten. Auf der anderen Seite ein Fundamentalanalyst, hier steht Fundamentalist, studiert jedoch die Ursachen und die Techniker eben die Auswirkungen von diesen Ursachen. Stellt sich natürlich die Frage, möchten wir wissen, warum der Kurs steigt oder fällt? Oder möchten wir einen möglichst guten Einstieg finden, das mit einem optimalen Risiko- und Money-Management verknüpfen und dann irgendwann aussteigen? Das heißt, wollen wir dann daran Geld verdienen oder möchten wir die Gründe für den Kursanstieg oder den Kursrückgang wissen? Ja? Allein durch Fundamentaldaten ist ja Trading relativ schwer. Also der alte Börsenguru André Costolani hat auch schon damals gesagt, er war natürlich überhaupt kein Trader und auf keinen Fall ein Chartanalyst, aber er hat gesagt, nur nach der Chartanalyse, wobei das war vor 30, 40 Jahren, allein nur nach dem Kursverlauf würde er vielleicht nicht handeln, aber er würde auch nicht in eine Aktie investieren, dessen Fundamentaldaten so halbwegs in Ordnung sind, aber der Chart, das heißt der Kursverlauf, gegen diese guten Daten sprechen. Also wie gesagt, ausschließlich nur durch Fundamentaldaten ist es fast unmöglich zu handeln. Und auf der anderen Seite, wenn man den Markt technisch betrachtet, dann kann man sehr wohl hier Strategien aufbauen auf den Kursverlauf und anhand des Kursverlaufs traden. Das ist ein wortwörtliches Zitat aus dem Buch, das sehen Sie hier rechts unten, Technische Analyse der Finanzmärkte von John Murphy. Man muss sich natürlich auch viele Charts anschauen. Ganz, ganz wichtig, das ist kein heiliger Gral. Da gibt es natürlich auch Fehlsignale. Man wird auch Verluste machen, aber langfristig gesehen ist das eine Strategie, was einen positiven Erwartungswert hat. Und der Vorteil ist, dass man hier jeden Markt handeln kann. Egal, ob Sie jetzt der DAX handeln oder Gold oder Öl oder vielleicht etwas längerfristig Aktien. Sogar, ich werde dann auch Bilder zeigen von 1-Minuten-Chart im DAX, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele gerne den DAX im kurzfristigen Bereich handeln. Es wird übrigens dann auch in Zukunft auch ein DAX Daytrading-Webinar geben, aber das funktioniert sozusagen auch dort. Ja, also nach einer Weile entwickelt der Techniker immer mehr Vertrauen in seine Fähigkeit, die Charts zu lesen. Und was mir sehr gut gefällt, er lernt, sich in einer Situation wohlzufühlen, in der die Marktbewegungen nicht im Einklang mit der vorherrschenden Meinung steht. Das ist seine eigene Meinung, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die eigene Meinung am Markt hat. Und hier ein Rezept, was brauchen Sie zum Traden? Erstens Kerzencharts, wir werden gleich anschauen, warum. Ein Trend, also die Trendbestimmung, haben wir aufwärts, seitwärts oder fallenden Trend. Unterstützungen und Widerstände, das wird oft unterschätzt. Ich lese oft in Foren und auf Facebook in bestimmten Trading-Gruppen, dass, ach, funktioniert das überhaupt noch? Sind diese Unterstützungen und Widerstände, sind die noch überhaupt relevant heutzutage? Dann argumentieren viele mit automatischen Algorithmen, dass wir sowieso mit dem manuellen Handel keine Chance haben gegen diese Computer, die handeln am Markt. Natürlich bei den Non-Farm Payrolls, also wenn die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden in den USA, zum Beispiel jeden ersten Freitag im Monat um 14:30 Uhr. Ja, das kann man natürlich auch handeln, aber dort in den ersten Sekunden handeln dann sozusagen die Automaten. Naja, und dann steht der Markt, sage ich mal, für alle offen. Und auf jeden Fall, egal ob Sie kurzfristig Daytraden oder langfristig ein Aktieninvestment tätigen, das A und O ist das Risikomanagement und wenn Sie den heiligen Gral suchen für den Handel, dann ist das auf jeden Fall die Positionsgrößenbestimmung. Ja, wie viel riskiere ich mit einem Trade, wie viel riskiere ich mit einer Investition? Hier sehen Sie jetzt links oben einen Liniencharts. Sozusagen ist die Basics von den Charts. Liniencharts eignet sich hervorragend, damit man einen Trend abgelesen werden kann.
Jedoch zum wirklich Präzisionshandel, zum genauen Handeln sind sie nicht geeignet. Warum nicht? Sie sehen hier zum Beispiel jetzt den Sturz im August vom DAX. Ja, und man sieht hier zum Beispiel auf der linken Seite, also auf der rechten Seite, dass der Kurs hier ein neues Tief gemacht hat. Ja, die Schwankungen innerhalb eines Tages werden bei Liniencharts nicht berücksichtigt. Ja, das heißt, der DAX hat hier sozusagen ein neues Tief gemacht. Laut dem Liniencharts ist nur natürlich auf Tagesschlusskursbasis von 17:30 Uhr. Und hier, wenn Sie da schauen, auf der rechten Seite bei den Barcharts oder bei den Balkencharts, ist natürlich auch eine Darstellungsmöglichkeit. Wir bekommen auch hier vier Informationen über den Kursverlauf, den Eröffnungskurs, das Hoch, das Tief und den Schlusskurs. Einen kurzen Moment bitte. Ja, bei den Balkencharts, wie gesagt, haben wir auch hier vier Informationen. Wenn das ein Tageschart ist, dann über den jeweiligen Handelstag. Mir persönlich gefällt das deswegen nicht so gut, weil die Striche sehr schwer erkannt werden können, zumindest für mich. Und deswegen verwenden die meisten Trader auch den Kerzenchart. Auch hier sehen Sie auf der linken Seite, dass der DAX zum Beispiel Anfang Oktober bzw. Ende September kein neues Tief gemacht hat. Wenn wir ganz genau sind, das war vielleicht dann ein paar Ticks, ja, ein paar Punkte. Das ist natürlich bei einer Bewegung von 1500 Punkten ist das uninteressant. So, hier noch die Anatomie von den Kerzencharts. Wenn ich zu schnell bin oder zu langsam, dann bitte sagen. Sie können natürlich auch Fragen stellen. Ich werde versuchen, die Fragen dann gesammelt zu beantworten. Es gibt eine Aufzeichnung vom Webinar, wird dann auf YouTube hochgeladen. Wiederhole ich mich deshalb, weil hier einige Fragen reingekommen sind. So, also die Candlesticks enthalten auch vier Informationen über die Kursbewegung, genauso wie die Balkencharts. Eröffnungskurs, also vom DAX zum Beispiel 8 Uhr, das Hoch. Das heißt, das Tageshoch, das Tagestief und den Schlusskurs von 22 Uhr, wenn wir beim DAX bleiben. Und hier ein kurzer Snapshot über die einzelnen Candlesticks. Ja, wir sind dann auch gleich fertig damit. Sie sehen hier, meistens werden steigende Kerzen, steigend bedeutet, dass der Eröffnungskurs hier ist. Dann fällt der Kurs zum Beispiel, macht hier ein Tagestief, macht ein Hoch und schließt hier. Ja, also das hier, was ich hier grün eingezeichnet habe, wäre zum Beispiel ein Liniencharts, aber hier bei dieser Kerze sieht man das dann gleich, wie der Tagesverlauf ist. Ist der Schlusskurs am jeweiligen Handelstag oder wenn das natürlich eine Stundenkerze ist, also Sie schalten die Zeitperiode immer auf Stundenchart, dann immer von eine ganze volle Stunde, dann heißt das, dass wenn die Kerze weiß ist oder grün, natürlich kann man die einzelnen Farben selbst einstellen. Das heißt, dass der Schlusskurs hier über dem Eröffnungskurs lag, das Tief und das Hoch hier und bei einer fallenden Kerze die zwei Extrempunkte geben die gleichen Informationen. Jedoch wenn diese Kerze der Kerzenkörper dunkel ist, zum Beispiel schwarz oder rot, dann liegt der Eröffnungskurs über dem Schlusskurs. Ja, das heißt, diese Kerze ist dann fallend. Ja, so viel ganz kurz zu den Kerzencharts. Olavi fragt, manchmal sind die Kerzen schwarz. Warum? Wie gesagt, man kann die Kerzen bei den meisten Handelsplattformen, auch bei uns auf der Next Generation Plattform, können Sie diese einzeichnen. Sie könnten theoretisch auch für steigende Kerzen roter nehmen. Ja, ist nur eine Einstellung der Farben. Aber standardmäßig ist es so, dass Weiß und Grün
die steigenden Tage sind, beziehungsweise die dunklen, die roten sind dann die fallenden. So. So, und jetzt kommen wir zur Trendbestimmung. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt eben. Der Trend kann ja auf verschiedene Arten bestimmt werden. Es gibt Indikatoren, also manche bestimmen den Trend laut Indikatoren oder mit Trendlinien. Ja, das ist schon, schon ein Schritt näher zu der Trendbestimmung von Charles Dow. Und hier sehen Sie einen schönen Trend. Ja, das ist ein Aufwärtstrend. Die Eigenschaft von so einem Trend, ganz wichtig, sind steigende Hochpunkte und steigende Tiefpunkte. Und oft begeht man den Fehler, dass man nach einem starken Anstieg gleich short gehen möchte. Ach, jetzt setze ich auf fallende Kurse, weil der Kurs ist schon so stark gestiegen, der kann nicht mehr weiter steigen. Und dann wird man natürlich, es kann sein, dass dann einige Prozent plus eventuell erwirtschaftet. Aber wenn man das 100 Mal macht, dann ist wahrscheinlich das Ergebnis von diesen Trades negativ. Sie sehen auch hier auf diesen Bildern, dass die steigenden Tage ein viel, viel stärkeres Momentum, das heißt viel, viel, die Kraft des Kursanstiegs ist viel, viel größer, viel, viel stärker als die Korrektionen. Ja, auch hier. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich persönlich keine Momentum-Indikatoren verwende. Die gibt es, die sind auch gut zum Verwenden. Man sieht aber sowieso an einer Kerze, wenn der Kurs hier an einem Tag so viel gestiegen ist, wie er ihn zum Beispiel 2 Wochen zurück korrigierte, dann ist das natürlich im Verhältnis zu den vorigen Kerzen, zu den vorigen Tagesrange, Tagesbewegung, ist dann natürlich ein starkes Momentum. Ja, auch hier, da kommt der Kurs ein, zwei, drei, in 4 Tagen zurück und in einem Tag holt es wieder auf. Da herrscht Kaufdruck und ein Trend. Es ist statistisch gesehen immer wahrscheinlicher, dass ein Trend sich fortsetzt, als dass er sich dreht. Ja, vielleicht erwischt man irgendwann mal das Hoch, aber schauen Sie nie das Ergebnis einen einzelnen Trades, sondern wenn Sie das 100 Mal machen oder 50 Mal hintereinander machen, wie ist dann das Ergebnis Ihrer Arbeit? Und wenn es einen Aufwärtstrend gibt, dann gibt es auch einen Abwärtstrend. Und auch hier wird sehr oft der Fehler gemacht. Ach, die Aktie ist ja so stark gefallen, jetzt muss ich unbedingt einsteigen, weil die kann nicht mehr weiterfallen. Natürlich, man sollte auf jeden Fall, und auch hier muss ich mich wiederholen, egal ob man im kurzfristigen Bereich unterwegs ist oder langfristig, zum Beispiel in Aktien veranlagt, oder egal in welchem Basiswert, denken Sie immer in Wahrscheinlichkeiten. Was ist wahrscheinlicher? Es ist unwahrscheinlich, dass ein Blue Chip vom DAX bis auf Null fallen wird, aber eigentlich, ja, theoretisch kann ein Wert, eine Aktie bis Null fallen. Ja, das hat natürlich das Unternehmen ein Problem, aber es ist so. Ja, steigen kann sie bis ins Unendliche, aber fallen auch bis Null. Und hier zum Beispiel, in diesem Chartbeispiel war hier ein stärkerer Anstieg, obwohl hier die Kerzen jetzt verkehrt sind. Da geht der Kurs wieder hoch, aber auch hier sehen Sie die steigenden und die fallen, Entschuldigung, die fallenden Hochs und die fallenden Tiefs. Und das schauen wir uns jetzt im Detail auch an. Vielleicht noch ein Satz zu dieser Entwicklung, zu diesem fallenden Trend. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, viele machen den Fehler, dass sie gegen den Trend setzen. Und wenn Sie zum Beispiel mit Ihrem eigenen Kapital in ein Startup-Unternehmen investieren möchten und Sie schauen sich die Bilanzkennzahlen an der letzten Monate oder der letzten Jahre an und wenn Sie von den Bilanzkennzahlen eine Grafik machen, einen Chart sozusagen und Sie sehen diese Entwicklung,
würden Sie auf 2 Jahre zum Beispiel oder auf 6 Monate oder auf 12 Monate, würden Sie in dieses Unternehmen Geld investieren? Wahrscheinlich nicht. Erst wenn der Turnaround kommt. Ja, wenn irgendwann die Firma dann so wirtschaftet, dass sie, dass man auch, dass auch Profitabilität erwartet werden kann. Solange solche Zahlen gemeldet werden, befinden sich auch die Fundamentaldaten sozusagen im Abwärtstrend. Und dort ist natürlich ein Long-Einstieg immer wieder möglich. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. So, und jetzt die einzelnen Punkte zu der Trendbestimmung nach Charles Dow. Charles Dow war eigentlich der Herausgeber des amerikanischen Wall Street Journal im Jahr 1892. Mittlerweile hat er erkannt, dass sich die Kurse in Wellen bewegen. Ja. Und so hat er damals auch einen Aufwärtstrend beschrieben, dass ein Aufwärtstrend von steigenden Hochpunkten und steigenden Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Ein Seitwärtstrend hat ungefähr gleiche Hoch- und gleiche Tiefpunkte und ein fallender Trend hat fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte. Wie könnte das in der Praxis aussehen? Das ist natürlich nur eine Illustration hier. Und wenn man die Kerzen selbst zeichnet, die sind natürlich immer viel, viel schöner als am echten Markt. Aber für Illustrationszwecke ist das natürlich optimal. Wir haben hier einen Hochpunkt, dann kommt eine Korrektur, einen zweiten Hochpunkt. Und hier sehr, sehr wichtig, dieses Tief wird erst dann zu einem bedeutenden bzw. einem relativen Tief, wenn dieses Hoch hier gebrochen wird. Ja, das heißt, sobald dieses Hoch hier gebrochen wird, das wäre dann eine Möglichkeit für einen Long-Einstieg. Und wenn man hier einsteigt, gleich in den Ausbruch zum Beispiel, dann kommt der Stop-Loss hier auf das letzte Tief. Warum? Weil wir davon ausgehen, das werden wir natürlich auch dann später an echten Charts auch anschauen, weil wir davon ausgehen, dass wenn das ein Aufwärtstrend ist, dass sich diese Hoch- und Tiefpunkte sich dann so nach oben weiterentwickeln. So, dann wird noch ein höheres Hoch gebildet. Das höhere Hoch sehen wir erst dann, wenn nach dem Hoch eine kleine Korrektur kommt. Und diese Korrektur reicht meistens bis zum letzten Hoch. Ist natürlich nie eine Millimeterarbeit. Ja, das heißt, Sie dürfen das nicht so vorstellen, dass ganz exakt die Kerzenkörper oder die Kerzenschatten berührt werden, sondern er kann auch bis da zurückkommen, aber ungefähr in diesem Bereich. Das wissen wir nicht. Wir können den Markt nicht voraussehen. Deshalb sichern wir uns hier mit einem Stop-Loss ab und verlieren nur das, wenn der Markt dreht, was wir schon im Vorhinein festgesetzt haben. So, hier haben wir ein höheres Hoch. Sie sehen jetzt erst an der letzten Kerze, dass das vorige Hoch auch gebrochen wurde. Sehe schon die Frage, wie erkennt man eine Trendumkehr nach Do-Theorie? Dazu kommen wir gleich. Und sobald hier wieder ein höheres Hoch erreicht wird vom Kurs, dann kann man den Stop nachziehen hier auf das nächste Tief. Ist natürlich eine Trendfolgestrategie, aber egal, ob Sie am 1-Minuten-Chart unterwegs sind oder am Tageschart für längerfristige Veranlagungen, funktioniert bei beiden. Ja, wichtig auch zu verstehen, dass hier auch Fehler kommen. Manchmal macht der Kurs einen kleinen Spike darunter, holt sich dann wahrscheinlich die Stops. Und dann geht er in die alte Richtung weiter. Und so weiter. Das ist eben dann ein Aufwärtstrend, die Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefpunkten. Jedoch die gute Nachricht, dass man diesen Trend eigentlich relativ einfach mitnehmen kann, wenn man so einen schönen Trend sieht. Die schlechte Nachricht ist, dass kein Trend ewig hält. Und wie erkennt man eine Trendwende? Da gibt es zwei Theorien sozusagen. Das ist auch übrigens natürlich nach der modernen Sprache die Markttechnik, was Sie hier sehen. Ich habe zurückgegriffen auf den Erfinder bzw. auf den Beobachter dieser Trendtheorie. Deswegen rede ich hier von
Charles Dow. Das heißt, ein Trend ist so lange intakt, bis das vorige relative Tief, das ist hier, wo aktuell der Stop liegt, nicht gebrochen wird. Okay, sobald es gebrochen wird, bekommen wir die Informationen vom Markt. Achtung, da könnte jetzt eine Trendwende vorliegen. Ja, und seien Sie sich nie 100% sicher. 100% gibt es am Markt nicht. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind hier größer, dass der Trend sich gedreht hat, als dass er es weiter nach oben läuft. So, nachdem hier das letzte Tief in einem Aufwärtstrend verletzt wurde, also durchbrochen wurde, am besten mit einer vollen Kerze, also auch per Kerzenschlusskurs, kommt als zweiten Schritt noch ein Rücklauf in die alte Trendrichtung. Also das ist hier der Bruch. Kommt meistens noch hier ein Rücklauf in die alte Trendrichtung. Und jedes Tief und jedes Hoch sind unsere Widerstände und Unterstützungen. Ja, das ist hier in dem Bereich. Das wäre zum Beispiel in diesem Beispiel, was Sie hier sehen, ein möglicher Short-Einstieg. Natürlich will man nicht hier ganz erwischen, aber okay, da sehen Sie schon, da ist die nächste rote Kerze. Also dieser Tag ist bereits fallend. Also irgendwo da, wenn man zum Beispiel eine Short-Position aufnimmt, wo ist unser Stop? Hier auf diesem Hoch. Und da sehen Sie schon, es beginnt dann beginnen dann die höheren Hochs und die höheren Tiefs sich, also die tieferen Hochs und die tieferen Tiefs sich zu wiederholen. Das ist hier schon ein tieferes Tief, ein tieferer Tiefpunkt als hier. Ist auch ein kleines Wortspiel. Können Sie mich hören? Jemand schreibt, dass kein Audio zur Verfügung steht. Alles gut, vielen Dank. Okay, jetzt haben hier 100 Leute geantwortet. Danke. So, auch eine Frage dabei, Andrea. Ich werde gleich darauf eingehen. Wie gesagt, und hier haben wir schon wieder ein tieferes Tief. Das ist noch eine Bestätigung sogar, dass hier jetzt eine Abfolge, sage ich mal, von tieferen, von fallenden Hochs und fallenden Tiefs sein kann. Ja, und sobald hier das letzte Tief gebrochen wurde, auch in diesem Fall können Sie einen Stop nehmen, den Sie hier gesetzt haben und hier auf das letzte hochziehen. Nicht vielleicht punktgenau auf die Kerze, sondern vielleicht etwas darüber. Ja, genau, Andrea. Andrea schreibt, relatives Tief, wie weit gebrochen wird, 20, 30 Punkte beim DAX zum Beispiel, Stoppsetzung. Es fragt die andere, oft geht er unter das relative Tief und kehrt dann mit Schwung wieder zurück. Kleiner Fehlausbruch, genau. Schauen wir uns an. Okay, also Punkt 1, steigende Hochs, steigende Tiefs. Punkt 2, Trendbruch. Das letzte relative Tief wurde gebrochen. Und Andrea, auf deine Frage zurückzukehren. Ich würde hier abwarten, bis eine Kerze, ein Kerzenschluss. Das heißt, es ist eine zusätzliche Bestätigung, was vielleicht ein paar Euro kosten kann im Aufwärtstrend, aber das ist dann eine stärkere, eine deutlichere Bestätigung als nur so ein kleines Spike, so ein Stich, sage ich mal, nach unten. Ja? Zweiter Punkt ist Trendbruch, dann Rücklauf in die alte Trendrichtung. Ja, der vorherige Trend war ja steigend. Da kommen noch viele Bullen in den Markt, die meinen, okay, gut, jetzt steigen wir nochmal ein. Das war nur eine kleine Korrektur und kann natürlich theoretisch auch sein. Ja, und sobald der Kurs dann hier weitergeht, sind die Wahrscheinlichkeiten für einen Abwärtstrend dann deutlich höher. Sie haben vorhin gehört, es gibt, ich habe immer wieder relative Tiefs und relative Hochs gesagt. Es gibt nämlich auch Tiefs und Hochs, die einfach irgendwo im Chart sich befinden. Die sind dann die Swing Highs und Lows.
Ja, das haben wir schon vorhin gesehen. Bis jetzt sind diese Hochs und Tiefs noch alle bekannt. Und jetzt sehen Sie hier Hochs und Tiefs, die zwar auch Hochs und Tiefs sind, aber im Trend keine Bedeutung haben. Ja, das sind Swing Hochs bzw. Swing Tiefs. Ja, man sagt auch Failures Highs and Failure Lows, aber in dem Fall haben wir hier auf der linken Seite hier unser Tief, hier unser Hoch und alles, was dazwischen passiert, ist eigentlich eine Range-Bewegung. Ja, das heißt, ein Seitwärtsmarkt, eine Konsolidierung können wir auch nennen. Da kann jetzt folgendermaßen aufgelöst werden. Entweder der Kurs dreht oder die vorhergehende Trendbewegung setzt sich fort und der Kurs bricht nach oben aus. Ja, warum ist das ein Swing-Tief? Warum ist das ein unbedeutenderes Tief? Weil dieses Tief hier und auch das vorige Tief das relative Tief nicht unterschritten hat. Ja, das ist natürlich nichts Neues. Ja, wir werden dann auch Charts ansehen aus dem Jahre 1920, 1930 und auch aus 2015. Ist eigentlich nur die Psychologie der Marktteilnehmer. Sie drücken die Kurse immer auf weitere Hochs und weitere Tiefs. Und die Marktteilnehmer haben ja verschiedene Absichten. Manche traden, manche sind ja die bösen Spekulanten, ja, die nur die Gewinne haben wollen vom Markt. Und dann gibt es auch Hedgefonds, die etwas länger drinnen sind oder Pensionsfonds. Also die meisten Marktteilnehmer haben verschiedene Absichten, um am Marktgeschehen sozusagen teilzunehmen. Hier nehmen manche schon die Gewinne raus, die hier entstanden sind, die hier eingestiegen sind. Die langfristigen, das große Geld sozusagen, die auch Trendfolgestrategien fährt, die steigen erst hier wieder ein. Eine Korrektur. Ja. Man sagt auch buy the dip, das heißt kaufe die Rücksetzer in einem Aufwärtstrend. Es hat nur, also zumindest bei mir am Anfang, eine psychische Blockade, weil der Kurs fällt wieder, fällt am nächsten Tag wieder und naja, warum soll ich einsteigen, wenn der Kurs jetzt schon seit 5, 6 Tagen fällt? Ja, aber wenn man es ist nur eine Meinung, ja, aber wenn man dann eine Strategie hier hat und sagt, okay, irgendwo hier versuche ich einzusteigen, ich weiß, mein Stop ist auf diesem letzten Tief. Ich riskiere 1% zum Beispiel von dem Depot und dann warte ich, ob sich dieser Aufwärtstrend dann auch weiterhin nach oben entfaltet. Okay, beim Short Trend schaut es natürlich genauso aus. Wir werden dann den Short Trend auch auf fallenden Märkten natürlich und auf den echten Charts dann anschauen. Dieter schreibt, aber wenn ein Formationstrader so etwas sieht, kann er enge Stops setzen und auf die Fortsetzung des Trades hoffen. Bullisches W. Genau. Ja. Es wird dann auch Doppel-W genannt, obwohl ein Doppel-W hier nicht richtig ist, weil ein Doppelboden am Ende eines Abwärtstrendes auftritt, ja, und nicht in der Mitte. Aber man könnte hier natürlich einsteigen. Man hat dann hier den Vorteil, dass man in Trendrichtung einsteigt und der Stop relativ nahe ist. So, Unterstützung und Widerstände. Warum sind sie so wichtig? Und ich muss da auf die Anmerkung vom Anfang des Webinars zurückkommen. Viele fragen, naja, funktioniert das? Das war ja früher mal. Heute sind die Märkte ganz anders. Und ganz, ganz wichtig, das haben wir zum Beispiel bei der Händlerprüfung sehr, sehr stark auch bearbeitet und viel darüber gesprochen, viel darüber gelernt, dass bei diesen Entscheidungspunkten, bei den Widerstandszonen und Unterstützungen auch sobald ein Widerstand von unten nach oben gebrochen wird, wird er ja zu einer Unterstützung und dort liegen größere Markt, also Limit Orders, wo Marktteilnehmer Positionen aufnehmen möchten. Ja, und laut der Xetra-Funktionsweise von den Börsen geht der Kurs dorthin, wo das größte Angebot auf die größte Nachfrage trifft, mit dem geringsten Überhang. Ja, das heißt mit dem geringsten Spread. Ja, wichtig eben,
Wird ein Widerstand von unten nach oben durchbrochen, wird er zu einer Unterstützung. Dann kommt meistens eben dieser Rücklauf. Und wird eine Unterstützung von oben nach unten durchbrochen, wird diese Unterstützung zu einem Widerstand und der Kurs läuft nach Bruch dieser Unterstützung wieder zurück auf diesen Widerstand. Das schauen wir uns gleich an. Ist ziemlich verwirrend hier, nur als Text. Und ja, in einem Aufwärtstrend pendelt eigentlich der Kurs nur zwischen Widerstand und Unterstützung aufwärts. Und in einem Abwärtstrend vice versa. Unterstützung, Widerstand, Unterstützung, Widerstand ist eben hier eine Trendfolgestrategie. Das ist zum Beispiel eine österreichische Aktie. Ich sehe, wir haben hier auch einige Teilnehmer aus Österreich. Wir haben übrigens seit Mitte Oktober auch ein Büro in Wien. Ja, gute Nachricht für die österreichischen Interessenten und Kunden im Millennium Tower in Wien. Hier sehen wir eine Aktie. Sie merken schon vielleicht an den Kerzen, dass die Aktie nicht wirklich sehr liquide ist. Das heißt, das Handelsvolumen ist nicht sehr groß, aber das ist ein sehr schönes Beispiel aus der Praxis. Das war damals die Polytec AG. Und Sie sehen hier die rote Linie, ist ein wunderschöner lehrbuchmäßiger Widerstand bei 3 Euro. Es wurde hier einmal getestet, da ist dieser Widerstand entstanden. Der Kurs steigt hier von 2 Euro auf 3 Euro. Das war ein 50% Anstieg innerhalb von wenigen Tagen mit sehr, sehr starkem Momentum. Warum der Kurs gestiegen ist, weiß ich nicht, ist halt auf 3 Euro gestiegen. Aber da haben die Marktteilnehmer gemeint, okay, schön und gut, dass die Aktie von 2 auf 3 Euro gestiegen ist, aber ich bin nicht bereit, mehr als 3 Euro für diese Aktie zu zahlen. Ja, und dann wurde das Angebot wieder größer als die Nachfrage und der Kurs fiel deutlich zurück. Hier sehen Sie wieder einen Angriff auf die 3 Euro und zufälligerweise wird wieder hier genau bei 3 Euro der Kurs abgewiesen und er kommt wieder zurück. Ja, als würde man mit großem Schwung gegen eine Wand laufen und er wird einfach nicht durchbrechen. So auch hier beim dritten Mal, das ist dann ungefähr 2,95 Euro, nicht exakt 3 Euro, aber diese 3,00 Euro ist natürlich eine psychologische Marke. Und je öfter so ein Widerstand getestet wird, ja, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt dieser Widerstand auch von den Marktteilnehmern, weil sobald dieser gebrochen werden sollte, ist natürlich dann eine deutliche Stimmungsaufhellung und eine Stimmungsänderung von den Marktteilnehmern vorhanden. Ja, Sie sehen hier gleiche Hochs und steigende Tiefs. Hier nochmal die 3 Euro, wieder ein Rücklauf, nochmal. Und zum Schluss werden die Tiefs immer höher. Die Hochs bleiben gleich und dann kam dann hier tatsächlich aufgrund der Veröffentlichung der Quartalszahlen ein Durchbruch bei dieser Aktie. Dieser Widerstand wurde zu einer Unterstützung. Diese haben eben die Eigenschaft, dass sie nach Durchbruch wieder angelaufen werden. Der Kurs kam dann wieder zurück, hier ziemlich genau. Das wäre zum Beispiel damals eine schöne Gelegenheit gewesen zum Kaufen mit einem aggressiven Stop von hier und mit einem defensiven Stop von hier. Was ist dann passiert? Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Hat sich natürlich dann die Aktie in 7, 8 Monaten verdoppelt. Aber hier, das sind 1,5 Jahre hier, die Sie sehen, sind Tageskerzen oder 2 Jahre sogar. Dann der Ausbruch. Jetzt geht es mit der Aktie oder mit dem Unternehmen aufwärts. Und Ausbruch ist erfolgt, Rücklauf und dann geht es eben in die Ausbruchsrichtung dann weiter. Hier haben Sie einen 1-Minuten-Chart vom German 30 Cash, ist unser DAX Future CFD. Sie haben hier auch schon steigende Hoch- und Tiefpunkte und hier hat sich ein kleiner Widerstand gebildet. Ja, wie gesagt, das ist jetzt im sehr kurzfristigen Bereich eben am 1-Minuten-Chart. Dann wird dieser durchbrochen. Und Sie sehen, bei jedem Durchbruch ist die Kerze deutlich größer als diese Kerzen hier. Das heißt, Marktteilnehmer legen hier Stop Buy Orders rein. Das bedeutet, sollte der Kurs diesen Widerstand hier brechen, möchte ich automatisch in den Markt einsteigen. Ja? Das heißt, es gibt noch einmal einen Schub.
sondern ergibt sich hier auch ein Widerstand. Sehen Sie erst dann, wenn dieses Hoch entsteht und dann nach den nächsten Kerzen sehen Sie, okay, das ist hier auch ein, in diesem Beispiel, ein sehr kurzfristiger Widerstand. Dieses Bild könnte natürlich auch ein Tageschart sein. Ja, wir haben hier einen Minutenchart, könnte genauso ein Tages- oder ein Stundenchart auch sein. Da sehen Sie, nächster Anlauf, der Kurs kommt nochmal zurück, Ausbruch und so geht das Spiel dann hier weiter. Ja, ein schöner Aufwärtstrend und wie gesagt, man kann natürlich Short gehen, jede Zeit, aber die Wahrscheinlichkeiten, dass der Kurs weiterrennt, weiterläuft, siehe den heutigen Tag, DAX ist aktuell bei 11.180, ja, und in der Früh war er unter, also bei 10.925 war das Tief heute. Das heißt, die Stimmung zum Beispiel heute ist bombastisch am Markt und da sich dagegen zu stellen, wie gesagt, man kann das immer wieder machen, aber es ist besser, in einem steigenden Tag dann Short einzusteigen, wenn der übergeordnete Trend eben Short ist. Und hier auch eine Aktie, auch ein Tagesstart, man sieht hier, der Kurs stürzt regelrecht ab, das ist schon von 2008, bei 21, also zwischen 21, 21,50 etwa, ergibt sich hier eine Unterstützung, hier, hier, hier. Und gehen Sie nie davon aus, dass dieser auch gebrochen wird. Wenn dieser gebrochen wird, dann bekommen Sie ein Feedback vom Markt, okay, dieser Widerstand, also diese Unterstützung ist jetzt gebrochen. Die Masse der Marktteilnehmer war hier nicht mehr bereit, die Aktie, sage ich mal, im großen Stil bei 21, 21,50 zu kaufen. Und ja, war ein Deckenbruch und dann geht es eben nach unten. Also holen Sie sich immer wieder ein Feedback, eine Information vom Markt. Und mit dieser Trendtheorie, mit den Unterstützungen, mit den Widerständen, ja, haben Sie schon einige Punkte in der Hand, was relativ einfach ist. Ja. Man braucht natürlich Übung, dass man die Widerstände und die Unterstützungen auch sofort sieht. Aber das, je mehr Charts Sie sehen, umso leichter wird das. Nach 10 Charts ist das noch relativ schwierig. Nach 100, nach 1000 Charts irgendwann einmal wird das natürlich immer wieder leichter. Ja, also das sind so gute Beispiele. Es gibt natürlich jeden Tag irgendwelche Beispiele. So, zum Trade selbst ist natürlich eine Möglichkeit. Also jedem bleibt das selbst überlassen, wie man handelt. Aber Punkt 1, Trendbestimmung. Habe ich einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend oder einen Seitwärtstrend? Also Seitwärtsbewegung, weil Seitwärtstrend ist eigentlich ein falscher Ausdruck. Man könnte nur sagen, könnte Teil einer Strategie werden, okay, ich steige nur in Trendrichtung ein. Ja? Ist der Stundenchart long, ist der Tageschart long, also steigend, dann denke ich nur in Long-Positionen. Wo sind die Unterstützungen und meine Widerstände? Auf welchen Preislevels könnte zum Beispiel die Kursbewegung angehalten werden? Einstiegslevel und Stop bestimmen. Stop-Loss ist wichtig. Lieber dreimal ausgestoppt zu werden, als einmal gar nicht. Ja, das ist so, ohne Stop zu handeln, ist eigentlich so wie ohne Bremse Auto zu fahren. Es gibt natürlich wiederum hier auch Strategien, aber Sie können zum Beispiel bei CMC Markets gleichzeitig Long und Short gehen auf denselben Produkt, wenn Sie das so wünschen. Und somit könnten Sie zum Beispiel auch Fehlpositionen, sage ich mal, auffangen. Ziel bestimmen, achten Sie auf das Chance-Risiko-Verhältnis, also Sie sollten mindestens eineinhalb bis zweimal so viel Potenzial für Gewinn haben als für Verlust. Also wenn Sie 100 Euro riskieren, sollten Sie bei Ihrem Kursziel 150 oder 200 Euro gewonnen haben. Wichtiger Punkt, was sehr oft unterschätzt wird, man ist eingestiegen, man hat den Stop losgesetzt und man hat das Kursziel und da darf man auch nicht einfach zusehen, weil Sie haben zwar ein Kursziel, aber niemand gibt Ihnen die Garantie dafür, dass dieses Kursziel auch erreicht wird. Deshalb müssen Sie die Position aktiv managen. Ich nehme so schnell wie möglich Risiko aus dem Trade raus. Nicht, wenn der DAX jetzt 3 Punkte im Plus ist, ja, sondern wenn er deutlich sich wegbewegt hat und die Wahrscheinlichkeit für einen Rücklauf auf das Einstiegsniveau
unwahrscheinlich ist. Und natürlich auch der Ausstieg. Wieso ist der Ausstieg wichtig? Das werden wir uns dann gleich auch bei den Charts anschauen. Das klingt jetzt vielleicht, ich sage mal so komisch, ja, aber der Ausstieg ist viel, viel wichtiger wie der Einstieg. Jetzt werden Sie sich fragen, ob ich das ernst meine. Es ist deshalb wichtiger, weil der Ausstieg entscheidet letztendlich darüber, ob Sie einen Gewinn oder einen Verlust machen. Ja, sicherlich ist ein Einstieg auch wichtig, ja, aber sobald Sie die Position schließen, entscheiden Sie, habe ich es mit Verlust, mit Break-Even, also mit Null oder mit Gewinn oder mit wie viel Gewinn habe ich die Position dann geschlossen. Und hier ein Chartbeispiel aus den 30er Jahren, weil man meint, ach, früher war das ganz, ganz anders. Also heutzutage sind die Börsen vollkommen anders als vor 50 Jahren. Da haben wir einen Chart aus den 30er Jahren. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, ich glaube, das ist der Dow Jones. Damals noch bei 400 und hier 50 US-Dollar. Und schauen wir uns den Chart dann von links nach rechts. Natürlich ist es keine Kunst, einen bestehenden Chart zu analysieren, aber leider haben wir die Kurse von morgen nicht und somit müssen wir uns mit alten Kursen zufrieden geben. Und Sie sehen auch hier schon ein Hochpunkt, ein Tiefpunkt, ein Hochpunkt, wieder ein Tiefpunkt, wieder ein Hochpunkt, wieder ein Tief. Steigende Hochs und steigende Tiefs. Ja, also das ist noch ziemlich easy bis jetzt, ja, ist ein Aufwärtstrend. Aber woher weiß ich eben nochmal, wann ein Trendwende erfolgt ist? Wenn man hier zum Beispiel irgendwo die Position gekauft hat, ist der Stop-Loss hier unter diesem relativen Tief. Ja, was passiert da, psychisch? Da ist das Depot sehr, sehr weit im Plus, also schön im Plus, da kommt der Kurs schon zurück. Natürlich, wenn man aggressiver handeln möchte, kann man den Stop auch hier unter dieses Tief ziehen, ja. Aber das passt nicht zu dieser Zeiteinheit. Das ist hier eine sehr langfristige Bewegung und da wird man nicht wegen ein, zwei Punkten oder ein, zwei Prozent jetzt die Position auch nachziehen. Okay, das heißt, da ist unser Stop-Loss, wo die rote Linie ist hier oder die grüne Linie. Da erfolgt ein Trendbruch. Muss immer wieder umschalten auf mein Bleistift. Ja, ist eine charttechnische Trendwende. Wie das dann fundamental aussieht, das wissen wir nicht. Ja, aber charttechnisch ist das jedenfalls eine Trendwende. Der Kurs macht hier ein neues Tief. Das alte Tief wurde gebrochen. Laut Trendeigenschaft oder sagen wir Trendpraxis, klingt schöner, ist ein Trendbruch. Da steigen wir aus der Position raus. Natürlich, sobald wir hier ausgestiegen sind und der Kurs ist wieder da oben, könnte man meinen, ach, das war doch schade, dass wir ausgestiegen sind, so jetzt wieder rein. Wenn man jetzt so zum Beispiel nur uns durch die Medien informieren oder durch Teletext oder durch andere Quellen. Wenn man diese Strategie anwendet, dann könnte man sehen, okay, ich warte noch, hier habe ich eine Unterstützung. Ich habe gehört, sobald das letzte relative Tief gebrochen wird, bin ich meine Position los. Im zweiten Punkt folgt ein Rücklauf in die alte Trendrichtung, beziehungsweise in die vorige Trendrichtung, das war hier steigend. Hier kommt wieder. Ist natürlich ein echter Chart, ist nicht gemalt. Testet dieses alte Tief als mittlerweile, bis hier war das eine Unterstützung. Sobald diese Unterstützung gebrochen wurde, wurde sie zum Widerstand. Hier ein Rücklauf. Und ist eigentlich bilderbuchmäßig, ja, dieser Chart hier. Und dann kommt wieder eine Folge von fallenden Hochs und fallenden Tiefs. Hier nochmal ein starkes Tief. Ja, dieses Tief wurde hier gebrochen. Hier wieder ein Backtest, also wieder ein Rücklauf. Wir sehen hier fallende Hochs und die fallenden Tiefpunkte. Sie werden dann immer wieder auch Nachrichten hören oder welche Analysen. Da steigt der Kurs zum Beispiel jetzt, also ich glaube, ich bin da bei 110, 120, 130, 140, also da ungefähr bei 120 auf 160 sind 40 Punkte, sind
30% hier, ja, könnte man theoretisch einsteigen. Das war wiederum nur ein Test des alten Tiefs. Da sind zum Beispiel optimale Preislevels, um Short-Positionen aufzunehmen. Wenn man das macht, ist der Stop hier oben. Das wird dann immer wieder argumentiert, naja gut, aber wenn mein Stop hier oben ist, das ist ja ein weiter Stop. Na gut, der Stop ist weit. Der Kurs kann ja auch bis da zurückkommen. Damit dieser Abwärtstrend ein Abwärtstrend auch bleibt, darf dieses Hoch nicht gebrochen werden. Und da muss man die Positionsgröße dann runterfahren. So. Andrea fragt, wie sehe ich, dass zum Beispiel heute es definitiv nach oben geht, um sich auf Long einzustellen? Gibt es zum Beispiel heute klare Signale für Long? Ja, im Daytrading immer zwei Zeitfenster verwenden. Das werden wir dann im Daytrading-Webinar für den DAX dann besprechen. Aber wir schauen uns dann gleich den DAX an. Wie spät ist es? Okay, halbe Stunde haben wir noch. Ja. Vorteil bei dieser Strategie, sobald man die Hochs und Tiefs lesen kann, den Chart nach diesen Hochs und Tiefs dann erkennt und man nimmt die Position auf und man setzt eben den Stop. Und es ist ein längerer Trend. Wir schauen uns dann gleich den Euro-Dollar an. Wir schauen uns das Öl an auf Stundenchart. Ist es relativ langweilig, den Trend zu folgen. Ja, aber wenn wir Action wollen, dann können wir runtergehen am DAX auf 10 Sekunden Chart und dann gibt es genug Action. Ja, wenn wir Geld verdienen wollen, dann folgen wir einfach dem Trend. Und es gab sogar ein Lied, das finden Sie in YouTube von Ed Seikota. Ist ein alter Börsenguru. Der hat auch ein Lied, das heißt One Trend Pays It All. Das heißt, ein Trend zahlt alles zurück, was man zum Beispiel in Seitwärtsphasen eben verloren hat. So, dann noch ein Chart von früher, von 1902 bis 2014, der Kursverlauf des Dow Jones. Und das schaut hier natürlich böse aus. Ja, wenn hier hoch, tief, hoch, tief, ja, da gibt es noch so einen kleinen Mini-Tief. Ja, und dann fällt der Stein genauso runter, wie er hinaufgeworfen wurde, testet hier nochmal das alte Tief, greift sogar darunter im Jahr 1932 und jetzt stellen wir uns die Frage, okay, nach so einem Absturz, wann sollte man sich trauen einzusteigen, ab wann könnte das wieder ein Aufwärtstrend sein? Wir haben gehört, relatives Hoch, schön und gut, aber das ist ja sehr, sehr weit entfernt. So, bei einem Trendwechsel, wenn das relative Hoch sehr weit entfernt ist, dann muss man abwarten, bis ein drittes Hoch gebildet wird. Hoch, tief, hoch. Das könnte nur zum Beispiel eine ABC-Korrektur sein. Kommt sehr, sehr oft vor, egal bei Aktien oder im DAX-Trading oder bei Gold. Übrigens, vorhin haben wir gesprochen über die Automaten, über die Algorithmen. Viele Algorithmen sind natürlich sehr, sehr komplex von Großbanken. Ja? Die kämpfen um 0,001 Millisekunden, wer schneller ist. Am Markt jedoch schauen diese automatische Trendfolgesysteme auch auf Hochs, Tiefs, Unterstützungen, Widerstände. Und manche natürlich auch auf Fundamentaldaten und entscheiden dann selbst, ob sie kaufen oder nicht. So, sobald hier das erste und das zweite Hoch gebrochen wurde, beim dritten Hoch, ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es wieder ein Aufwärtstrend, dass sich hier wieder ein Aufwärtstrend entfaltet. Okay, was haben wir hier? Das schaut jetzt ziemlich klein aus, das sind ja 112 Jahre, was Sie hier sehen. Hoch, tief, hoch, tief. Okay, und dann hier, nach diesem Ausbruch, wäre nach dieser Trendtheorie vom Dow, glücklicher Zufall, das ist der Dow Jones Index, das wäre hier wieder Long. Wenn man hier Long einsteigt, ist der Stop hier. Wie lange ist der Stop hier? Wie sich hier nicht so ein Tief bildet und dann wieder ein Hoch. Da haben wir aber so ein Hoch nicht, sondern das ist hier unser letztes Tief. Wir können den Stop erst dann nachziehen, wenn dieses Hoch gebrochen wurde.
Da wurde sie gebrochen. Da kommt unser defensiver Stop noch hier, wenn sie mehr Spielraum, mehr Puffer für die Position lassen möchten. Oder hier. So, da haben wir wieder ein Hoch. Wenn das gebrochen wird, dann kommt der Stop von hier da. Wieder ein kleines Zwischenhoch und so weiter. Und Sie sehen hier, hoch, tief, hoch, tief. Was ist hier passiert? Einmal angelaufen, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, fünfmal die 1000-Euro-Marke, also die 1000-US-Dollar-Marke im Jahre 1964 bis 1986. 20 Jahre hat er da Jones gekämpft um die 1000-Euro, die 1000-US-Dollar-Marke. Da war der Euro nicht mal geplant, die 1000-US-Dollar-Marke zu durchbrechen. Ähnlich wie beim Gold, werden wir gleich sehen. Und dann nach dem Durchbruch, ja, konnte ihn niemand mehr aufhalten. Stift. Ein Hoch, ein Hoch, ein Tief. Deswegen mag ich lieber Seminare. Flipchart kann man viel schöner zeichnen. Sie haben sicherlich schon, viele von Ihnen haben schon gehört, die verkehrte Schulterkopf-Schulterformation oder nicht die verkehrte, sondern die normale. Ja, das wäre zum Beispiel sowas. All diese Formationen wie Dreiecke, Rechtecke, Schulterkopf-Schulterformationen, all diese Formationen entstanden durch das Verhältnis von den Hochs und Tiefs zueinander. Ja, machen wir hier einen kleinen Ausflug in die Welt der Formationen. Hoch, tief, hoch, tief, hoch. Es erfolgt ein gleiches Tief, ein gleiches Hoch. Das letzte relative Tief wird gebrochen und schon haben wir unter unser Schulterkopf Schulterformation. Das ist übrigens die Formation, die am meisten fehlinterpretiert wird. Das ist der eine Punkt. Was haben wir hier? Ja, Dreieck. Ja, das ist die Kraft der Physik, der bricht aus und geht weiter nach oben. Ja, natürlich ist wichtig, wie war der Trend davor. Da gab es eine Stimmung, da sind die Marktteilnehmer in Lauerstellung. Was kommt jetzt? Irgendjemand braucht ein Signal, einen Tritt für den Aktienkurs zum Beispiel oder für das Index oder für das Gold auch, bis er sich weiter entscheidet. Und dann passiert so ein Ausbruch dann meistens so. Ja, und auch hier könnte ich jetzt alle Hochs und Tiefs einzeichnen, aber Sie sehen, gehen Sie vielleicht nie davon aus, dass ein Widerstand, ach, das wird sowieso gebrochen, oder eine Unterstützung, die Unterstützung hält ganz sicher. Ja? Sie können das nicht wissen. Wenn Sie es wüssten, dann sehen Sie die Zukunft, ja, dann ist viel einfacher, Sie kaufen sich einen Lottoschein und füllen die richtigen Zahlen aus. Man kann es nicht wissen, man kann es vermuten, man kann auch ein paar Mal recht haben. Wie gesagt, das Ergebnis eines einzelnen Trades ist uninteressant. Was passiert, wenn Sie das 50 oder 100 Mal hintereinander machen? Haben Sie einen Gewinn oder haben Sie einen Verlust? Also es kommen kaum Fragen. Jetzt sind entweder alle eingeschlafen oder es ist interessant. So, hier das berühmte Gold. Vielen Dank, Andrea. Das berühmte Gold. Goldwochenchart. Und ich glaube, es gab nirgends mehr Nachrichten wie beim Gold, nirgends mehr Analysen wie beim Gold. Und es ist halt, also ich bin fest von dieser Strategie überzeugt. Ich möchte Sie natürlich nicht davon überzeugen, ich möchte es mir nur zeigen, ja, und ich werde das natürlich am Ende des Webinars dann auch sagen, glauben Sie mir kein Wort, was ich Ihnen hier erzählt habe, sondern prüfen Sie nach, ja, ich dachte, 1,5 Stunden werden reichen, aber die werden auch zu wenig sein, okay, was ist hier beim Gold passiert, schauen wir, es ist ein Wochenchart, also eine Kerze ist eine Woche, ja, von Montag von 0 Uhr bis Freitag um 22 Uhr, das sind die Futures-Märkte beim Gold. Und
Ein Hoch, ein Tief, ein Hoch, ein Tief, ein Hoch. Ja, Sie sehen hier oben 2009, 2010, 2011, 2012. Oli hat vorhin gefragt, vor einer halben Stunde, müssen die steigenden Kerzen grün sein oder weiß? Nein, sie können auch blau sein. Ja, das habe ich in unserer Plattform, habe ich das Blau eingefärbt. Die gefallen mir sehr gut, schön sichtbar. Okay, was ist hier passiert? Hoch, tief, hoch, tief. Wir wissen nicht, wie lange, wie weit es steigt. Ja, wie das Gold von 250, jetzt müssen Sie sich mal überlegen, ja, wie das Gold von 250 auf 1000 gestiegen sind, 400% bei einem Rohstoff. Ja, hat sich niemand aufgeregt, dass das Gold sich vervierfacht hat. Ja, bei 1500, ja, hat niemand gesagt, das kann nicht gut gehen, dass das Gold von 250 US-Dollar pro Feinunze auf 1500 steigt. Ja, da hat sich der Kurs versechsfacht. Ja, wollen natürlich alle dabei sein und die Eigenschaften vom Ende eines Aufwärtstrendes, also nicht vom Ende, sondern von der wahrscheinlichen Ende eines Aufwärtstrends ist das, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich sage immer Buy-in, weil bei einem Short-Trend ist das ein Sell-Off, ja, also da kommen die letzten Bullen in den Markt und Sie sehen hier, das größte Momentum hat ein Aufwärtstrend am Ende meistens, ja, hier von 1500, 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen, in 7 Wochen von 1450 US-Dollar pro Feinunze auf 1900, also 450, naja, das sind dann immerhin 20, 25%, ja, bei einem Rohstoff nicht wenig. So, da haben wir ein Hoch. Dass das ein Hoch ist, sehen wir erst dann, wenn der Kurs zurückkommt. Wenn wir hier long sind, wir haben zum Beispiel Gold gekauft bei 1200, sind wir noch glücklich, weil unser Stop, ja, ist hier. Würde ich auch dann machen, wenn ich physisch also Gold hätte, aber okay, der Kurs kommt hier zurück. Wird zurückgezogen, sage ich mal, von 1550, da könnte sich eine Unterstützung bilden. So, da kommt der Kurs nach einigen Wochen wieder auf meine Unterstützung. Okay, jetzt teste das zweite Mal. Somit wissen wir, gut, bei 1530, 1550, ja, am Wochenchart ist natürlich ein langfristiger Chart, hat mit Daytrading nichts zu tun, ja, es kann hier einen Stimmungswandel geben, ja, wenn der Kurs gebrochen wird. Warum? Je öfters und hier noch einmal und eine Woche, zwei Wochen nochmal. Also insgesamt in 5 Wochen wurden die 1550 getestet. Immer wieder kamen Marktteilnehmer und kauften Gold bei 1550. Jetzt müssen Sie sich überlegen, was passiert hier bei einem Vermögensverwalter oder bei einem Hedgefonds, der zum Beispiel da Millionen von Unzen hat. Ja, oder der hat hier zum Beispiel 100 Millionen Dollar. Ist jetzt Auslegungssache, ob das viel oder wenig ist, hat hier investiert. Das ist für den von, das ist hier circa Oktober 2011, da sind wir mittlerweile Ende 2012, das ist ein totes Kapital. Ja? Da passiert nichts. Er hat hier keinen Gewinn, er hat nur Gebühren und die warten natürlich auch auf eine Entscheidung. So, und da, wo wir jetzt hier aufgehört haben, da setzen wir jetzt fort. Unterstützung bei 1560. Das haben wir schon vorhin gesehen. Hier oben das unser bedeutendes Hoch, darunter und das Swing hoch. Und da geht der Kurs auch immer wieder. Kann man auch hier das Dreieck schön erkennen, meistens werden diese Ausbruchslevel nochmal angelaufen und ja, da gibt's, da war noch der Aufwärtstrend intakt, der langfristige, aber hier hat sich seit 2 Jahren nichts mehr getan. Und dann kam die Erlösung, ja, der Tag der Wahrheit, ich glaube im April 2013, das war ein Freitag, das war ein Montag, ich glaube, da ist das Gold von 60, genau, von 1600 auf 300 Punkte, mehr als 20% gefallen. Und Sie sehen hier, da unter diesen Levels hier, viele Marktteilnehmer haben gesehen, okay, da ist eine Unterstützung, ist auch eine Unterstützung, da ist auch eine Unterstützung und haben hier Stop-Loss-Aufträge. Stop-Loss-Aufträge, auch ein großes Thema. Ja, ein Stop-Loss-Auftrag ist ein Marktauftrag.
Das bedeutet, dass sie überhaupt nicht dort ausgeführt werden müssen, wo sie den Stop haben. Ja, sie haben hier zum Beispiel bei 1550,00 den Stop gesetzt. Sobald der Kurs die 1550,00 erreicht, wechselt das Börsensystem auf Market. Ja, sozusagen ihre Order wird zum nächsten verfügbaren Kurs verkauft. Das kann natürlich 1550,00 sein, kann aber 1549 sein, kann 1558 auch sein. Ah, Entschuldigung, 48, ja, so, oder deutlich tiefer sein. Ja. Wir haben zwar auf der Next Generation Plattform auch garantierte Stop-Loss, dort werden sie dort ausgeführt, wo sie ihren Stop setzen, gegen minimale Gebühren. Das kann schon einige Hunderter oder Tausender dann ersparen. Ja, das ist wichtig eben beim Stop-Loss, weil das oft auch falsch, glaube ich, verstanden wird, was ein Stop-Loss ist. Und Euro-Schweizer Franken, 15. Januar 2015, Stop-Loss hat nicht gegriffen. Warum? Es gab keine Käufer. Die Order wurde ausgelöst bei 1,20, bei vielen bei 1,99,99 und ja, der nächste Kurs war bei 1. Es gab keine Käufer aufgrund dieses Schocks. So, was sehen wir hier? Bruch. Wenn wir hier ganz genau sind, da wurde zwar unsere Unterstützung gebrochen, aber unser letztes Tief war hier. Ich versuche gerade zu zeichnen. Ja, das ist unser letztes Tief. Sie sehen hier, zick, zack, so, es geht hoch. Der Kurs geht deutlich darunter unter dem letzten Tief. Rücklauf in die alte Trendrichtung. Das alte Tief wird hier nochmal angelaufen und dann sehen wir fallende Hochs und fallende Tiefs. Ja, so. Das ist hier kein neues Tief, aber ich zeichne es ein, ist wieder eine Unterstützung. Ja, diese Hochs und Tiefs auch nicht. So, da haben wir jetzt ein Tief, da haben wir jetzt ein Hoch, da haben wir jetzt ein Tief und das ist halt von 1300 bis 1160. Ich glaube, wir waren ja schon beim Gold bei 1072. Wir werden auch Gold anschauen zum Schluss. Ja. Viele Argumente, also was ich gehört habe, da habe ich mich oft an den Kopf gegriffen. Ja, in Indien wird geheiratet, ja, und die kaufen viel Gold, deswegen will der Goldkurs steigen. Ja, okay, es wird geheiratet, aber die kaufen sich keine, nicht ein Kubikkilometer Gold. Ja, so viel können sie gar nicht heiraten, dass es wirklich den Marktpreis beeinflusst. Das ist nur eine Erklärung, weil wir brauchen Erklärungen, wir brauchen Begründungen. Ja, danke, Heinz. 1064 war das Tief beim Gold. Ich weiß nicht, ob mein Ex-Kollege hier zuschaut, da gab es eine Analyse, ja, damals noch von einem, im Rahmen eines anderen Brokers, wo ich geschrieben habe, Gold unter 1000, ja, wurde dann für Verrückte halt, abgestempelt, aber so weit ist das nicht mehr. Ja. Und wenn die 1000 fallen beim Gold, das ist so eine Schmerzgrenze, wo viele dann das Handtuch werfen, wo dann alle dann pessimistisch werden, dann könnte die Trendwende kommen, aber das ist alles nur Spekulation, wir wissen es nicht. So, Adidas. Tolles Unternehmen. Ja, da habe ich jetzt auch eine Trendlinie eingezeichnet. Wenn wir schon dabei sind. Ich hoffe, es ist für Sie nicht störend, wenn ich immer etwas dazufüge, was mir außerhalb des Webinars sozusagen einfällt. Trendlinien können gut sein, manche funktionieren sehr gut. Ich verwende keine, ich hab viel gelernt vom Birger, vom Schäfermeier, der verwendet auch keine und viele bekannte Trader verwenden auch keine. Warum? Meine persönliche Meinung ist, es werden ja die Tiefs und die Hochs bei einer Trendlinie verbunden. Ja, was passiert, wenn der Kurs seitwärts geht und dann erst die Trendrichtung wieder weitergeht, dann wird meine Trendlinie gebrochen und ich gehe vielleicht short. Ja? Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass diese Tiefpunkte linear verlaufen. Ja, das verläuft nicht linear. Also der Markt ist weder logisch noch rational. Ja? Das ist ja die
Jeder Marktteilnehmer hat andere Absichten, das haben wir schon besprochen. Also wie gesagt, deshalb sind hier auch keine Trendlinien, nur Hochs und Tiefs. Ja, hier hoch, tief, hoch, tief. Hier dieses Hoch kann natürlich jetzt auch ein Widerstand sein. Das sehen wir ja noch nicht, was da ist. Ja, da haben wir hier jetzt unseren Widerstand. Ja, ich lösche mal die Zeichnungen. Trend ist long, keine Frage. Hier beim zweiten Hoch. Ja, unser letztes Tief ist hier. Solange dieser nicht gebrochen wird, ist unser Trend auch hier noch long. Ja, und das ist, jetzt zeige ich Ihnen, was Sie noch nie gesehen haben, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Das ist die böse Katze-Formation hier. Deswegen ist der Kurs gefallen. Gut, Spaß muss auch sein. Wie gesagt, Hochs und Tiefs, das ist unser letztes Tief hier. Was haben wir vorhin gehört? Wenn das letzte relative Tief gebrochen wird, ist wahrscheinlich eine Trendwende. Ja, und das ist hier passiert. Ist eine charttechnische Trendwende. Man muss nicht short gehen, aber wenn ich Long-Positionen habe, dann, wobei ich keine Aktien handle, aber das kann ich hier, dann würde ich aussteigen. Ja, wieder dasselbe Spiel. Ja, und das ist halt. Das ist halt ein jetzt habe ich gerade die Kommentare gelesen. Das schiebe ich ein bisschen auf die Seite. Man muss halt nicht, man muss da nicht long gehen oder short gehen, aber man kann hier von der Position, man kann hier von der Position aussteigen. So, Punkt 1 war Trendwende, Punkt 2 Rücklauf in die alte Trendrichtung, das ist hier erfolgt und jetzt warten wir. Okay, welches Feedback gibt uns der Markt? Kriegen wir jetzt eine neue Folge von fallenden Hochs und Tiefs oder war das vielleicht komplett falsch und der Kurs geht wieder nach oben? Ja, wir haben hier wieder ein Hoch, ein Tief, auch hier noch ein tieferes Hoch. Das ist eigentlich eine emotionslose, eine meinungslose. Meinungsloser Bereich, aber wenn Sie hier Ihren Stop haben, am letzten Hoch, dann, und wenn ich zum Beispiel hier so eine Range merke, also eine Handelsspanne, da pendelt der Kurs rauf und runter, dann kann man zum Beispiel den Stop, ist natürlich nicht ganz korrekt, aber kann man den Stop auch hier etwas über diesen Range, über diese Handelsspanne legen. Warum? Wenn der Kurs hier rausgeht, dann ist wahrscheinlich mit einem höheren Momentum zu sehen. Und wir haben schon hier gehört, nach dieser Theorie, was war denn das eigentlich der ruhige, das ist eigentlich die Praxis, ja, nach dieser Trendpraxis hatten wir hier eine Trendwende, einen Rücklauf und dann folgte ein Abwärtstrend. Das, was dann hier passiert ist, ja, das war keine Trendwende, das war kein Schock, ja, das war für einen Charttechniker kein Schock. Es war natürlich, wenn es Short war, so wie Weihnachten, dieser Tag, aber es war eine Trendbeschleunigung. Ja. Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass da schon jemand geahnt hat, dass so schlechte Zahlen kommen. Oder was war dabei? Hatte das war, glaube ich, die Russlandkrise oder weiß ich gar nicht. Aber ja, vielleicht hat da schon jemand was gewusst. Ja, das ist jetzt nur die Auslegungssache. Und ist natürlich ein Riesengap, eine Riesenkurslücke. Ja, vielleicht auch hier kurz zur Info, das wird sehr, sehr oft gefragt auch, wie entstehen überhaupt Kurslücken, warum sind diese Kurslücken da? Hier schließt der Kurs um 17:30 Uhr und am nächsten Tag öffnet er 10% tiefer. Wie kann das sein, dass sie sich die Preise nicht die Hand einander geben? Das ist deshalb, weil hier klopfen vor 9 Uhr, um 9 Uhr öffnen die Aktien-CFDs oder die Aktien auch an der an der Xetra. Und vor 9 Uhr sitzen schon die Broker und geben brav ihre Orders ein. Ja, und wenn diese Nachricht vor 9 Uhr kommt oder zwischen 17:30 Uhr am Dienstag zum Beispiel und 8 Uhr in der Früh am nächsten Tag, ja, dann wird, was haben wir vorhin gehört? Der Kurs wird dort gebildet, wo das größte Angebot auf die größte Nachfrage trifft mit dem geringsten Spread. Und das war eben bei 64, auch wenn er bei 70
Die Marktteilnehmer waren nicht mehr bereit, mehr zu zahlen. Natürlich ist das eine tote Zone, da wurde nicht gehandelt, überhaupt nicht gehandelt, und Kurse neigen dazu, diese Gaps dann früher oder später zu schließen. Da war es eher später, aber mittlerweile ist das Gap auch von Adidas, glaube ich, ist geschlossen. Und hier Volkswagen, ich werde mir auch trotz dieser Umstände bei Volkswagen die Aktien aus ein Volkswagen kaufen. Ja, hätte Volkswagen nicht so ein gutes Geschäft gemacht, nicht ein besseres Geschäft gemacht wie der gesamte US-Markt, weil die keine Autos bauen können. Deutschland sind ja hier nicht nur im Fußball, sondern im Autobauen Weltmeister, ist meine persönliche Meinung. Hätte VW nicht so ein schönes Geschäft gemacht, wäre da überhaupt kein Abgasskandal gewesen. Diese Meinung deckt sich mit Dirk Müllers, seiner Meinung, und ich mag ihn besonders. So, was haben wir hier gesehen? Ja, da ein kleiner Abwärtstrend noch, kein Grund zum Einstieg. Ja, so, da haben wir das letzte Hoch gebrochen. Es erfolgt dann ein Rücklauf in die alte Trendrichtung. Alte Trendrichtung war hier Long. Short. Trendwende nach Long. Rücklauf auf das letzte Hoch ist eine Unterstützung. Einmal, zweimal, da sehen Sie, der Kurs ist wieder hier ein wenig eingespannt. Und was kommt dann? Dieser Range wird aufgelöst. Und warum der Kurs hier steigt, warum die großen Marktteilnehmer, die wirklich die Kohle in der Hand haben, warum die kaufen, das kann relativ egal sein. Ja? Wenn man jetzt nur wirklich auf den Gewinn bei den Aktien absieht. Ja? Wenn man natürlich Aktien deswegen hält, nur wegen der Dividende, das ist dann eine andere Geschichte. Ja. Tief, tief, tief. So bis jetzt ist die Welt bei VW noch in Ordnung. Kommt von 260 zurück auf 220. Die hier gekauft haben, natürlich, ist natürlich ein bisschen böse, aber der Trend ist noch long. So, da wird im Juni 2015 ist der Trend gebrochen, der technische. Dann kommt ein Rücklauf in die alte Trendrichtung. Das fällt mal größer, mal kleiner aus. Wenn man hier short geht, ist der Stop am letzten relativen Hoch, das ist hier. Ja, Hochs, das sind so Extremhochs. Ja, was heißt denn Extremhoch? Und das ist eben die Schwierigkeit. Ja, das sind so klein, diese Rücksetzer, das ist relativ klein. Aber das hier, der Kurs kommt runter und wieder zurück am nächsten Tag. Ja, und der Kurs kommt hier und springt hoch. Ja, das sind diese Hochs und Tiefs, diese Extremwerte, diese Extremspitzen. Und das ist die, sage ich mal, die einzige Schwierigkeit eventuell am Anfang, dass man diese unterscheiden muss. Ja, nur wenn Sie das lernen, ja, wenn Sie das sympathisch finden, diese Strategie, Vorteil ist, dass man alles handeln kann. Gut, das ist VW tief, kommt zurück, das alte Tief wird gebrochen. Und ja, ähnlich wie bei Adidas das Bild, auch nur eine Trendbeschleunigung. Ja, also hier war eben, Sie sehen, das war ein Tief, das ist jetzt nicht hineininterpretiert, das ist ein schönes Tief hier gebrochen. Da überlese ich noch die Aktie, was soll ich machen, soll ich steigen, soll ich fallen? Aber fallende Hochs, der fließt ganz langsam runter und da kommt eine Trendbeschleunigung aufgrund der Nachricht, dass VW die Abgaswerte manipuliert haben soll. Ja, hat man hier danach gehandelt, wird man natürlich auch hier ein bisschen erschrocken, ja, weil der Profit, wenn man short war, doch etwas vielleicht zu angenehm ist. Ja, wenn man long war, ja, wegen dieser Kurslücke können natürlich auch größere Verluste entstehen wie geplant, außer sie verwenden einen garantierten Stop-Loss. Und hier noch die Apple-Aktie. Und dann kommen wir kurz auf den DAX und das Öl. Hier war eine Kurslücke, auch hier die rote Linie, das letzte relativ tief gebrochen. Hier Rücklauf an das alte Tief oder in die alte Trendrichtung. Es folgt fallende Hochs, fallende Tiefs, wobei hier das letzte Hoch hier oben ist. Es gibt hier gar kein Pullback. Es kommt in einem runter, die Aktie. Sie sehen hier rechts oben, dass die Aktie 100 Dollar gekostet hat.
Das ist richtig, aber auch nicht, weil es gab einen Split. Also eigentlich war Apple hier bei 700 Dollar. Ja, und einer meiner Mentoren, Julius Mohaci, muss ich seinen Namen sagen, ist ein Ungar, der war Trader an der Wall Street, hat gemeint, das glaubst du nicht, manchmal suchen sich die Broker irgendeine Aktie, die natürlich fundamental gut aufgestellt ist, damit man immer wieder Begründungen und Erklärungen hat, aber genau bis 700,00 wurde Apple gepusht, ja, und dann war es vorbei. Und dann kam eine technische Korrektur. Hier sehen Sie auch ein Hoch, ein Tief, ein Hoch. Wieder die Unterstützung. Die Unterstützung fällt hier mit dieser roten Kerze. Unterstützung wird zurückgetestet. Und noch ein Tipp, um das mental besser zu überstehen, wenn Sie das handeln, schalten Sie die Prozente aus. Wie viel ist die Aktie gefallen oder gestiegen? Weil das kann nur, das kann eigentlich störend sein. Ja? Hochs und Tiefs. Was ich vielleicht nicht erwähnt habe, je weiter diese Hochs und Tiefs voneinander entfernt sind, umso stärker der Trend. Trendabschwächung, dass die Hochs und Tiefs sich annähern und dann wieder dasselbe. Ja. Und hier beim Apple, hoch, tief, hoch, tief, hoch, hier auch ein Tief und dann ein Hoch. Okay, dieses Hoch hat schon das vorige Hoch schon fast erreicht, ist aber noch keine Trendwende. Das Tief, wissen wir nicht, was das ist. Ist, könnte eine Bodenbildung sein. Warten wir auf die Nachricht, auf das Feedback vom Markt. Und hier wurde das alte Hoch gebrochen. Das ist hier. Ja, das war dann die Trendwende bei Apple. Ich glaube, seitdem ist die auch steigend. Und wenn Sie den DAX handeln, auf Minutenchart zum Beispiel, das werden wir dann im Daytrading mit DAX Webinar dann sehr, sehr detailliert besprechen. Auch hier haben wir ein Hoch, ein Tief, ein Hoch, ein Tief, ein Hoch, ein Tief, ein Hoch, ein Tief. Also fallende Hochs, fallende Tiefs. Und ich markiere mir zum Beispiel immer die Hochs. Ja, nicht nur beim DAX, sondern auch am Stundenchart bei den Rohstoffen. So, da ist ich hoffe, Sie sehen die Kerze, eine Kerze, die mit Kerzenschluss ziemlich bullisch, ja, das geschlossen hat, das hoch gebrochen hat, da erfolgt kein Rücklauf in die alte Trendrichtung. Es bilden sich auch keine Pullbacks aus. Wenn man hier zum Beispiel direkt einsteigt, es kommt dann auch ein Webinar, wie man Ausbrüche handelt. Es ist noch einiges geplant für die Zukunft. Hier Bruch des letzten Hochs, mögliche Trendwende. Wenn man hier einsteigt, wo ist das letzte Tief, beziehungsweise wo ist unser Stop? Ein aggressiver Stop wäre zum Beispiel hier oder ein defensiver hier. Ja. Zufällig macht der DAX auch hoch, tief, nach einer Trendwende sehr, sehr stark steigend, Korrektur mit kleinerem Momentum, wieder steigend, wieder das Momentum, die Kraft der Kursbewegung deutlich höher. Und da wird das letzte Tief gebrochen, Bruch des letzten Tiefs. Wir sprechen hier vom Minutenchart. Im Minutenchart kann der DAX fünfmal am Tag seine Richtung ändern. Ja. Weil das eben sehr, sehr kleine Zeiteinheit ist. Und hier das letzte Tief wurde gebrochen. Das ist hier, glaube ich, ich habe das Bild um 18:30 Uhr gemacht damals, aber es war dann, der Kurs kam zurück bis 10.000. Ja, ist nicht viel gefallen, aber ist auch nicht mehr gestiegen. So, hier eine kurze Zusammenfassung, dann schalte ich auf die Plattform um. Also in der Kursbewegung ist die Meinung der Masse der Marktteilnehmer enthalten. Ich habe keine Ahnung, wie die Deutsche Bank, wie Goldman Sachs, wie Merrill Lynch, wie die großen Big Player am Markt über bestimmte Werte denken. Weiß ich nicht, kann ich nicht wissen. Ich hole mir das Feedback sozusagen vom Kursverlauf. Ja, da kann man einiges entnehmen. Ganz, ganz wichtig. Also was mich stört, ist in bestimmten Lexika steht, dass die Charta-Analyse für die Vorhersage von Börsenkursen dient. Ja, also das ist falsch. Ja, die Chartanalyse, die Charttechnik, das Chartlesen hilft Ihnen, die Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Kursbewegungen besser abschätzen zu können. Ja. Und Peter Lynch oder Link oder wie der heißt, der hat mal gesagt, der hat gesagt, ist ein Multimilliardär ist ein Vermögensverwalter, Hedgefondsmanager. In den reichsten Menschen des Forbes Top 100 hat er noch keinen
Namen gesehen, der damit Milliardär wurde, die Kurse vorherzusagen. Wichtig, Nachrichtenlage zu kennen, wichtig, ja, auch bei einem Unternehmen eventuell die Fundamentaldaten natürlich oder allgemein, was passiert in der Welt, zu informiert zu sein, welche Gefahren bestehen, was könnte denn den Kursen einen Tritt nach oben oder nach unten geben, aber es ist auch empfehlenswert, natürlich den Chart zu analysieren. Jedes Wertpapier hat seine eigene Mentalität. Jedes Papier bewegt sich anders. Ja, und man sollte auch eventuell, ist auch immer so ein kleiner Tipp am Rande, jeden einzelnen Wert einzeln handeln. Ja, nur weil der Euro jetzt fällt, der Euro-Dollar, muss nicht sein, dass der stark steigt. Das ist jetzt so, das war letztes Jahr so, vor 2 Jahren ist zum Beispiel DAX und Euro-Dollar Hand in Hand sind sie spaziert. Wenn der DAX gestiegen ist, ist der Euro-Dollar mitgestiegen und umgekehrt. Ja. Handeln Sie in Richtung des Trends. Im Trend liegt der Vorteil und wird eben von den Big Playern vorgegeben und keep it simple. Ja. Es gibt Charts, wo man von den vielen Linien und von den vielen Indikatoren, verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte nicht Indikatoren schlecht reden. Die sind sehr gut, man kann damit auch Strategien aufbauen, erleichtern den Handel, ja. Aber wenn man 15 verschiedene hat, ja, dann worauf soll man sich konzentrieren? 15 verschiedene werden nie das gleiche Signal geben wahrscheinlich, ja. Und keep it simple and stupid, ja, also das ist einfach, sie werden viel früher den Markt schlagen als ich selbst. Ja, also ich habe, ja. So bleiben Sie noch bei mir, wir schalten gleich auf die Plattform. Und hier von Roland Flach, von einem deutschen Industriellen, der Kurs einer Aktie hat nie etwas mit dem Wert der Aktie zu tun, sondern immer mit der Angst und der Gier der Anleger. Das hat er sehr, sehr schön getroffen. Das ist aus dem Buch Ohne Aktien geht es nicht von Herrn Schwanfelder. Und wenn wir schon ein Webinar haben, wir haben natürlich auch in Zukunft andere Webinare. Was ich besonders herausheben will, ja, ist unsere Trading-Konferenz in Frankfurt. Am 3. Dezember um 18 Uhr erwartet Sie Jochen Stanzl und Andreas Paciorek im CMC German Hauptquartier, ja, in der Neue Mainzer Straße 46 bis 50 im Garden Tower. Ist natürlich kostenlos und die Themen. Finden Sie auf der Website. Schulungen, Sie haben hier, jetzt übrigens um 18 Uhr ist noch ein Webinar, US-Indizes im Fokus. Und hier am 3. Dezember um 18 Uhr Live-Trading-Konferenz in Frankfurt, Frankfurt am Main im CMC-Gebäude von 18 Uhr bis 22 Uhr. Empfehle ich jedem. Es gibt nur noch, ich glaube, 20 Plätze. Also beeilen Sie sich. Wenn Sie da teilnehmen möchten. Ich habe auch hier noch ein Handout. Sie sehen bei Handouts, sehen Sie ein Dokument, das können Sie sich herunterladen. Da sind einige Punkte von CMC Markets. Es sind sicher welche dabei, die Sie noch nicht kennen. Das verschicken wir aber jetzt auch als PDF an Sie. Andrea hat gefragt, ja, aufgezeichnet wird das Webinar, aber ein ausführliches Handout gibt es jetzt nicht. Hier schaue ich mich kurz die Fragen an. Georg hat die Frage gestellt, welche Kerzen bevorzugen Sie beim Traden? Stunden-, Tages- oder Wochenkerzen? Also beim DAX bestimme ich den Trend auf dem Stundenchart, auf 5 Minuten handle ich, manchmal sogar auf Minute, wie heute. Wochenkerzen sind dann schon sehr, sehr langfristig, ja. Da braucht man auch tiefe Taschen und ein großes Depot, damit man hier die Stops aushält. Ist mir auch viel zu langsam. Also ich bin ein bisschen schneller unterwegs, das haben Sie vielleicht schon gemerkt. Und ja, also eigentlich Währungen, Rohstoffe auch am Stundenchart. Stunde, 4 Stunden ist auch noch optimal. So, schauen wir uns gleich den DAX an hier. Und dann müssen wir dann auch um 40 aufhören. Ich hoffe, das ist dann in Ordnung für den. Den Kollegen. So, ist ein DAX-Stundenchart. Sie haben hier gesehen, Paris, Attentat am 16.
hat den Markt auch nicht wirklich interessiert. Wenn ich jetzt das umschalte zum Beispiel auf ein 4-Stunden-Chart. Ach. Ja, waren zwei kleine Hochs. Ja, der Kurs ist hier zurück. Das war hier ein Widerstand durchbrochen. Es erfolgte kein Backtest. Backtest erfolgte hier dann also Rücklauf am 16.11. Helmut, leider sieht man im Chart, also im Chart, denn die Trades nicht. Wir können aber später dann nochmal drauf zurückkommen. So, da war hier ein Hochpunkt beim DAX. Da war ein Hochpunkt, ich bin jetzt hier auf der linken Seite. So, der Kurs hat hier, schauen wir uns das von hier an, weil die Frage kam, warum war es heute zum Beispiel long, wenn es gestern so stark gefallen ist? Ja, es gab wieder viele Begründungen, warum der Markt gefallen ist. Obwohl sich von gestern auf heute nicht viel geändert hat. Hier noch ein. Der Kurs kommt hier hoch, macht eine Seitwärtsbewegung. Sie sehen hier einen kleinen Unterstützungsbereich, hier bei 10,680 und oben ein Widerstand bei 10,765. Der Kurs geht hoch, setzt sich zurück auf dieses alte Hoch. Ja, das ist dann bei 10,865. Was sehen wir hier? Wir sehen hier ein Hoch, ein Tief, ein Hoch, ein Tief und ein Hoch. Ja, ich nehme dieses Hoch hier weg. Sie könnten jetzt argumentieren, na gut, aber dieses Hoch wurde hier gebrochen. Das ist ein kleiner Spike. Ja, da hat der Kurs nicht darüber geschlossen. Das letzte Tief, ich nehme mal die Unterstützungen weg hier. Das letzte Tief war hier bei 10.863. Ja, das war hier. Ja, Stundentrend long, hoch, tief, ab spätestens ab hier. Damit das wieder ein Shorttrend wird, muss dieses Tief hier fallen. Ja, es war knapp, aber der Kurs hat gehalten. Und da hatten wir wieder eine schöne Unterstützung. Sie sehen hier Unterstützung gebrochen. Heute mit einer Stundenkerze hat die Kraft noch gefehlt beim DAX, aber wie gesagt, das ist in Richtung des 60-Minuten-Trends. Und das war eine kleine Korrektur hier im Aufwärtstrend und der Trend hat sich hier auch fortgesetzt. Ja, im 5-Minuten-Bereich sehen Sie auch hier Ausbruch um 10 Uhr. Ja, hier wird das letzte Hoch hier bei 10,978 78 gebrochen. Helmut fragt wegen Live-Trading, würde ich gerne machen, glauben Sie mir. Ja, wenn ich das darf, irgendwann einmal, dann ist das natürlich ist immer eine rechtliche Sache mit den Live-Tradings. Ja. Vor Publikum. Josef fragt, wie aktiviert man das Fadenkreuz? Das ist hier unten. Das schließe ich mal. Hier haben Sie Plus und Minus, daneben Chart-Cursor umschalten. Wie setzen Sie Ihre Stops? Fragt Lars, hier beim DAX, Ausbruch hier. Lars schreibt mir zusätzlich 0,1% vom Tief, so mache ich das. Das ist natürlich optimal. Ja, da war der Ausbruch. Stopp hier. Neues Hoch. Wieder Ausbruch. Stopp kommt da. Natürlich besteht die Gefahr, dass der Kurs dreht und dann wird man ausgestoppt. Das weiß man nicht. Wir wissen nicht, wo der Kurs hingeht. Ja. Also das ist eigentlich ist selten solche Tage, ja. 70% der Tage sind nicht so wie heute, ja. Also so ein schöner Trendtag ist, das ist ein Glück, dass heute das Webinar heute ist. Aber
Wir hatten Glück eben mit diesem Tag heute. Was ist hier? Tief, hoch, hoch ist hier. Lars fragt, neues Hoch nur, wenn Schlusskurs höher ist? Oder reicht es auch ein Spike? Ich persönlich gehe auf Schlusskurse. Und jetzt ganz kurz den DAX am Tageschart. Ich lösche mal alle Zeichnungen weg. Ja, das ist alles charttechnisch, das möchte ich herausheben. Ja, wir wissen natürlich auch nicht, wo der Kurs hingeht, weiß niemand. Zeichenwerkzeuge hier, Unterstützungs. Und da haben wir das, da haben wir ein bedeutetes Hoch bei 11.670 beim DAX. Übrigens da auch noch eine Kurslücke, hier bei 11.260. Ja, Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dieser geschlossen wird, wissen wir nicht. Ja, und auch hier noch bei 11.62. Aber laut Tagestrend, ja, ist das letzte Hoch hier oben bei 11.660, das Tief hier bei 9.310. Das heißt, laut Tagestrend ist das eigentlich schon noch immer ein Seitwärtsmarkt sozusagen aufgrund des großen Ausverkaufs hier im August. Ja, was ich unbedingt zeigen möchte noch, und dann machen wir Schluss, ist das Rohöl. Beim Rohöl war nämlich eine schöne Trendwende und wenn man so einen Trend auch erwischt und man hält die Position und überlegt nicht viel, sondern zieht einfach den Stop nach. Ja, da war hier zum Beispiel, irgendwo muss ich anfangen, also da hoch, tief, hoch, tief, hoch, das war ein Aufwärtstrend, ja, und da ist das letzte Tief, ja, zurück und dann geht es hoch, da hat der Kurs kein neues Hoch gemacht, da ist das letzte Tief. Da hat es eine Stunde lang gehalten, der Kurs kommt noch einmal zurück, macht ein Tief, ja, testet das zurück, wenn man hier zum Beispiel, Short geht, dann werde ich jetzt meinen Stop hier markieren mit 46,52 ist mein Stop das letzte Hoch. Ja? Und ich sehe dann auch, wenn es zum Beispiel jetzt ein Hausnummer ein 10.000 Euro Konto ist, wie kann ich mir hier den Stop ausrechnen? Ja, bei uns sehen Sie im Auftragsfenster gleich, okay, wenn der Stop bei 46,25 ist, ich gebe jetzt da irgendwas ein, Stop, ja, Limit ist hier bei 45,36. Okay, bei 10.000 Euro Konto 11 Euro Risiko, das ist gar nichts. Ja, das ist mir zu wenig. Nämlich 150 Kontrakte. 164 sind 1,6%. Das ist vertretbar, wenn man vielleicht neu ist. Oder kann man dann auch 0,8% nehmen. Ja, das heißt, wo möchten Sie einsteigen? Wenn Sie hier einsteigen, wo ist Ihr Stop? Nachdem Sie den Stop auch gefunden haben, sage ich mal so, dann erst die Positionsgröße eingeben. Sehen Sie hier, okay, 87 ist mein Risiko. Sie haben auch hier einen garantierten Stop-Loss. Ja, kostet zwar minimal, ja. Kann ich Ihnen sagen, wie viel? Ja, 2,27 Euro. Ja. Und so könnte man das zum Beispiel durch das Auftragsfenster gleich sehen, okay, wie viel ist mein Risiko, wenn Sie einen Take-Profit setzen und wenn Sie sagen, okay, hier möchte ich rein, wegen der Trendwende, ich mache Trendfolge, wenn der Kurs aber hier ist, wie viel habe ich verdient bei 43,48, 43,48, okay, habe ich, also warten Sie mal, ich wollte hier einsteigen bei 45,36, ist ein alter Chart, deswegen ist natürlich, sind die Kurse natürlich anders. Ja, 86 ist mein Risiko, 142 kann ich gewinnen, wenn mein Plan aufgeht. Das heißt, mein Chance-Risiko-Verhältnis ist deutlich größer als 1 zu 1. Ja, ist natürlich mathematisch gesehen ein optimaler Trade. So, gehen wir weiter. Hier hat sich auch ein Tief gebildet. Wenn Sie da nicht reingekommen sind in den Markt, da können Sie natürlich schon Ihren Stop auf das letzte Hoch nachziehen. Violette Linie ist Ihr Stop Loss. Was macht der Kurs? Macht einen kleinen Spike nach oben, nur um unser Limit zu holen bei 44,94.
Ja, da könnte man auch einsteigen. Ja, und wenn es jetzt zum Beispiel, das ist ein Tageschart, das ist hier zum Beispiel 5. November um 19 Uhr. Der Durchbruch ist am nächsten Tag um 13 Uhr und das ist dann 3 Tage später, okay, das ist wahrscheinlich Wochenende, ist am Montag um 11. Ja, da kann man zum Beispiel am Wochenende die Limite reinlegen. Ja, und dann gehen Sie zur Arbeit. In der Mittagspause schauen Sie einmal drauf und am Abend vielleicht noch einmal, muss aber auch nicht sein, ist ein Stundenchart. Da gibt es vielleicht paar Mal die Woche Signale. Also Sie müssen nicht ständig vor dem PC sitzen, damit Sie handeln können. Ja, und es geht so weiter. Jetzt kriege ich schon die ersten News hier, die ersten Nachrichten, dass ich bald aufhören soll. Und auch hier haben Sie ein Tief. Ja, das wurde hier zurückgetestet. Dann haben Sie wieder eine Unterstützung und wird nicht immer angetestet. Das möchte ich Ihnen auch zeigen. Ja, also das Tief wurde zum Beispiel hier nicht angelaufen. Das war ein Pech. Ja, hier Durchbruch, hier wieder Rücklauf. Das ist aber halt eben 3 Stunden später. Wenn man hier den Stop hat, ist eine Trendfolgestrategie. Wie gesagt, es gibt selten Trends. Wenn Sie aber einen schönen Trend erwischen, dann und ganz ehrlich, wenn ich die Position habe, werde ich hier ausgestoppt. Das braucht man gar nicht schönreden. Das ist dann hier vorbei. Ja, und seitdem ist auch nicht wirklich was passiert. Seitwärtsbewegung beim Öl. Gut, 17:45 Uhr. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wie gesagt, laden Sie sich das Handout runter. Wir schicken Ihnen das noch einmal. K&K-Dialekt. Vielen Dank, Harald. Vielen Dank, Dennis. Dennis hat noch eine Frage hier. Sorry, bin erst jetzt. Genau, Dennis, bei GSLO, beim garantierten Stop-Loss, übernimmt der Broker, also CMC Markets, die Gefahr, ja, also die Differenz. Sie haben eine Position am DAX bei 10.000 gekauft, ja, long, bei 9.9 ist ihr Stop, der DAX macht 500 Punkte Tiefe auf, Sie haben einen garantierten Stop-Loss und das wird von uns dann übernommen, ja. Vielen Dank, Sie bekommen natürlich auch den Link zur Aufzeichnung, jetzt muss ich das GoToWebinar-System einem Kollegen übergeben. Bleiben Sie dran, wenn Sie noch ein Webinar nochmal besuchen möchten und es wird in Zukunft natürlich auch noch einige neue geben. Und jetzt kommt der Kollege von Goldmo Trader und schaut sich die US-Indizes an. Vielen Dank, einen schönen Abend Ihnen und testen Sie das, was Sie heute gelernt haben. Vielen Dank, Wiederschauen.